Was geht, Playfair am Start? Heute werden wir einen Discord-Server erstellen und auch schon etwas einrichten. Moin Leute und willkommen zu meiner Discord-Tutorial-Reihe. Hier geht es um Discord-Tricks, Discord-Server und alles drumherum. Um einen Discord-Server zu erstellen, klickt ihr als erstes links bei diesem Reiter unten auf das Plus-Server hinzufügen. Dort auf den blauen Button Server erstellen und schon könnt ihr die ersten Einstellungen an euren Server vornehmen. Als erstes den Servernamen und den Server-Icon, also wie er den anderen Usern angezeigt wird. Das ist aber noch nicht wirklich relevant, weil das könnt ihr später alles noch ändern. Ich nenne ihn jetzt zu Demonstrationszwecken einfach Test-Server und den Icon lasse ich so, wie er vorgeschlagen wird. Also stelle ich den Server. Jetzt bekomme ich schon die Möglichkeit, Leute auf meinen Server einzuladen. Wenn ich jetzt zum Beispiel StefaXD anlade, kann der dann später meinem Server auch beitreten. Nun sehen wir jetzt rechts. Wir sind jetzt hier rechts. Wer online ist, das ist aktuell, bin das nur ich. Und wir sehen jetzt hier links die ganzen Kanäle. Textkanal, in den ich was reinschreiben kann. Und Sprachkanal, mit dem ich mich verbinden kann, darauf sprechen. Wir wollen jetzt aber, dass sich unsere User auch wohlfühlen, indem man Talks für Gaming anbietet. Also mache ich zum Beispiel hier Talk 1. Also hier schon mal einen Talk 1, in dem man sich verbinden kann. Kann ich mir einfach diesen Kanal kopieren und mache ihn zu Talk 2. Ich habe jetzt nochmal einen Talk und einen Talk 2. Jetzt haben wir zwei Talks, in denen sich die Leute verbinden können. Jetzt könnte man alternativ auch nochmal einen Kanal erstellen. Und zwar den Minecraft Talk. Minecraft Talk können sich dann Spieler treffen, die zum Beispiel Minecraft spielen. Oder keine Ahnung, was gibt es noch? Zum Beispiel einen Fortnite Talk. Jetzt habt ihr aber auch noch die Möglichkeit, ein Benutzerlimit für einen Talk festzulegen. Zum Beispiel gehe ich jetzt hier auf Kanal erstellen, Sprachkanal und vielleicht dann Zweier Talk. Sagt euch sicherlich, ja, aber da können ja jetzt immer noch unendlich viele rein. Wie mache ich jetzt, dass es dann nur noch zwei rein können? Ihr geht hier auf den Kanal bearbeiten, auf das Zahnrad. Hier habt ihr jetzt hier unten ein Benutzerlimit, das ihr festlegen könnt. Das geht von kein Limit bis 99 User. Wir gehen jetzt hier auf 2 User, auf Änderung speichern. Und jetzt sehen wir hier auch schon, dass 0 von 2 Usern in dem Kanal sind. Und mehr als 2 kennt er auch nicht rein. Das ist ja praktisch, denn wenn man zum Beispiel in Fortnite oder so eine Duo spielt, ist es ja manchmal nervig, wenn dann auf einmal ein anderer nochmal reinkommt. Also ist es dafür da. Jetzt können wir hier ganz oben, das solltet ihr sehen, da steht zum Beispiel Sprachkanäle oder Textkanäle. Das sind sogenannte Kategorien, in die die Channel unterteilt sind. Wenn zum Beispiel einem Spieler weiterhelfen wollen, wäre es praktisch, wenn man eine neue Kategorie mit dem Namen Support erstellt. Hier können wir dann Channel erstellen, zum Beispiel einen Chat mit Support-Chat. Ganz wichtig noch, die Textkanäle dürfen nicht groß geschrieben sein und dürfen auch keine Leerzeichen erhalten. Wenn man ein Leerzeichen macht, wird das durch einen Bindestrich ersetzt. Jetzt kann man hier zum Beispiel noch als Sprachkanal anfangen, zum Beispiel Support-Warteraum. Dann eventuell auch noch ein Support 1 und ein Support 2, wobei das bei keinem Server noch nicht so wichtig ist. Ihr müsst auch wissen, dass Sprachkanäle immer unter den Textkanälen angezeigt werden. Also ich kann jetzt zum Beispiel diesen Support-Warteraum nicht über den Support-Chat schieben. Das würde nicht gehen. Und würde ich jetzt einen neuen Textkanal erstellen, würde diese auch über alle anderen Sprachkanäle erstellt werden. Die einzige Möglichkeit, um das zu verhindern, ist halt, wie gesagt, eine neue Kategorie zu erstellen. Und dort dann die, zum Beispiel einen Textkanal zu verschieben, damit man diesen unter den Sprachchats hat. Wenn wir jetzt zum Beispiel also unseren Freund StellVXD eingeladen haben, sehen wir jetzt hier im Chat, im privaten Chat, dass wir ihn hier in den Testserver eingeladen haben, in den allgemeinen Chat. Sollte jetzt StellVXD auf dieses Beitreten klicken, sehen wir jetzt hier schon, er ist auf den Server gejoint. Wir sehen jetzt auch links, dass 2 User online sind, und zwar StellVXD und ich, das ist Blaver. Jetzt, wenn zum Beispiel StellVXD mal zocken möchte,
Da geht ihr zum Beispiel auf den Talk 1. Und ihr könnt ihm jetzt nachschauen. Moin, schnell von XD. Hast du einen guten Tag? Ja, schon so. Okay, wir sehen jetzt hier noch die Auswahlmöglichkeiten. Zum Beispiel, wenn schnell von XD uns ganz zufälligerweise beleidigen sollte, können wir ihn für den Server stumm schalten. Und jetzt Schnellfeuer, sag mal was. Hallo, hallo. Wir sehen, man kann ihn jetzt nicht mehr hören. Das Wort wurde buchstäblich aus dem Mund genommen. Wir können ihm jetzt auch die Server-Ein- und Ausgabe deaktivieren, dass er uns nicht mehr hören kann. Wir können auch die Verbindung trennen, also ihn aus dem Talk moven. Sollte uns aber für längere Zeit stören, können wir ihn vom Server kicken. Wenn wir ihn kicken, bedeutet das, er muss wieder eine neue Einladung von uns bekommen, dass er auf den Server rein darf. Sollten wir ihn jedoch bannen, kann er nicht mehr auf den Server. Wir können hier unter den Server-Einstellungen und den Mitgliedern sowie den Einladungen können wir die Spieler verwalten. Zum Beispiel können wir hier die gebannten Spieler sehen. Da haben wir halt aktuell noch keine. Und hier halt die Mitglieder, wir haben hier aktuell 2. Hier sehen wir auch die Einladungen, welche User wir eingeladen hätten. Ich würde sagen, das war's jetzt für heute. Im nächsten Part beschäftigen wir uns mit Rollen, Rechte, damit ich zum Beispiel hier der Inhaber bin und schnell vorher der Supporter. Und ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal.